Worein jetzt? Das ist die gute Frage. Anpassung? Nein. Konstitution, ja. Das wäre definitiv mal nicht schlecht. Wir haben viel zu wenig Ausdauer manchmal. Das heißt, ich werde jetzt wahrscheinlich mindestens die 5 Level, wenn nicht sogar 10 Level in Konstitution boosten. So, Gegenstandskiste, du kannst weg. Du kannst weg. Du kannst weg. Das Ding kann weg. Und ja, wir reisen zu MacDuff oder MacDuff. Wir könnten ein paar Pfeile gebrauchen. Er hat auch noch ein Reparaturpulver, also her damit. Und Eisenpfeile. Ach, warum nicht einfach für die restlichen Seen Eisenpfeile kaufen? So. Jetzt muss ich das richtige Schild erstmal auch schnell finden. Ausdauerwiederherstellung. Ja, da ist es ja. Wächterdrachenparmer. So, mehr brauchen wir nicht. Ah, doch. Jetzt kommen die ganzen rostigen Münzen noch zum Einsatz. Denn wir haben jetzt was Spezielleres vor. So, erstmal reisen wir hierhin. Angel of Death? Nein, brauchen wir nicht Angel of Death. Wir brauchen eigentlich gar kein Phantom, auch nicht Lukatil. Oder wie auch immer wir hier haben. Shady Zerbrechliche. Puh. Okay. Wir können erstmal wieder mit dir reden. Many of Elaim Lewis's faithful knights followed their lord into the chaos. But not one of them returned. The king's dutiful subjects waited patiently for his homecoming. But it was too long a wait to bear. The knights reborn will follow your word. Yeah. Die drei Ritter, die ich jetzt eingesackt habe, mit dem, der bereits bereit stand, habe ich jetzt 4 Ritter auf meiner Seite. Genau. Da stehen sie alle 4. Und jetzt könnten wir theoretisch den Boss machen. Allerdings gibt es da einen kleinen Haken und eine Sache, die wir vorher machen sollten. Deswegen lege ich dieses Schild an, nehme meinen Speer zweihändig. Ja. Sehen alle bereit aus. Mampfende Münze. Oder benutzt besser gesagt eine Münze. Und stürze mich jetzt in die Bossgrube. Die Ritter folgen mir ins alte Chaos. So. Fehlt da nicht nur einer? Nein, es sind alle 3. So, und jetzt geht erstmal das Vorgeplänkel los. Wie er uns nämlich die Stimme verraten hat. Ja.
sind die Ritter, die dem König gefolgt sind, einfach mal verbrannt. Und wir dürfen sie jetzt besiegen. Denn sie kommen jetzt unendlich aus diesen Toren. Und wie ihr schon sehen könnt, wofür die weißen Ritter gut sind. Wow. Diese versiegeln die Durchgänge. Oh, der erste Drop. Sehr schön. So, es sind nur verkohlte Leuska-Maschen. So, noch einer ist tot von ihnen. Ja. Weg mit dem Feuerspucker. Und der droppt ein verkohltes Lois Großschwert. Und das ist unser letzter Kandidat. So, wir haben es jetzt theoretisch geschafft. Und könnten uns jetzt dem White King stellen. Dem Ivory King. Allerdings port ich mich raus. Hat eine ganz einfache Begründung. Ich hoffe mal, dass ich es euch zeigen kann. Naja, ihr habt schon mal gesehen. Okay, da war gerade ein böser Leck. Der ist jetzt aber wieder weg, zum Glück. Die Leustritter droppen Gegenstände. Verkohlte vom Feuer geschwärzte Gamaschen der Ritter von Lois. Die Ritter von Lois stürzten mit ihrem Gebieter in das uralte Chaos und verloren ihr Selbstgefühl. Bis zum heutigen Tag erleiden sie gemeinsam mit ihrem einstürzenden König Todesqualen. Und natürlich das verkohlte Großschwert. Verkohltes Großschwert der Ritter von Lois, dessen Klinge vom Feuer geschwärzt ist. Den Rittern von Lois fehlte jegliches Selbstgefühl. Sie waren von Drang angetrieben, jene auszulöschen, die die Flamme störten, selbst ihre eigenen Landsleute. Es geht mir allerdings nicht um die Gegenstände. Es geht mir um etwas viel Wichtigeres. Ich hoffe mal, dass ich bei einem der Durchgänge jetzt euch das mal zeigen kann. So. Wieder nach unten. Weil jedes Mal, wenn wir jetzt in die Grube neu springen, spawnen die grauen Ritter erneut. Jo. Oh. Ich muss nur auf meine Ausdauer aufpassen. Ressourcenverbrauch ist alles kein Problem. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht unbedingt sterbe.
Ich kann mich nämlich jederzeit zu etwas zurückziehen und heilen. Das ist in dem Kampf das geringste Problem. Au. Ja, die Flammenwerfer hier sind die schlimmsten eigentlich von ihnen. Aber man merkt, man kann sie leicht unterbrechen, wenn man nicht noch Besuch kriegt. Wow. Ein verkohltes neues Schild. Das ist jetzt auch nicht das, was ich gesucht habe. So. Und verkohlte Leusgarmaschen erneut. Und ja, ich habe was vergessen. Deswegen sind meine Dropchancen so niedrig. Seelenring brauche ich hier nicht, weil wie man sehen kann, wir haben schon wieder mit zwei Durchgängen schon wieder über 45.000 Seelen gesammelt. Ich brauche den Dropring. So. Der erhöht meine Dropchance ja so um 20%. Die Münzen sind übrigens toll, die erhöhen die Dropchance um 1%. Also jetzt habe ich wenigstens ordentliche Dropchance. Ich benutze die Münzen aber trotzdem. Weil 1% höhere Dropchance ist besser als nichts. Und der nächste Sturz in die Tiefe. Schaboing. Ah ja. Es gibt übrigens nur drei Arten von diesen Leus-Rittern. Und jawohl, eine Leus-Seele. Au. Autsch. Oh, jetzt sollte ich mich zurückziehen. Du bist ziemlich angeschlagen. Au. Und erneut zurückziehen. Und dann gucken wir mal, was wir hier kriegen. Noch ein Schild. Oh, das war knapp. Also ja, das hier grenzt mehr an eine Massenkeilerei als an einen taktischen Kampf. Vor allem, weil meine Leute weniger werden, während es Gegner immer mehr zu werden scheinen.
So. Und nochmal verkohlte Leuskamaschen. Ja, und bevor der Ivory King auftaucht, Rückzug.